ein Meter lang, ein Meter breit. Was kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in München? Zu viel. Drum bin ich in diesen Karton gezogen. Und wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann ziehe ich unter diesen Stuhl. Und wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann ziehe ich mich aus. Ja, genau wie meine Nachbarin, die Rita. Da hat der Vermieter geklingelt. Die Rita war gerade nackt, spricht durch die Tür. Was geht's denn? Um die Miete. Bitte kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Ich zahle gerade die Stromrechnung. Ihre Freundin, die Eva, die konnte ihre Miete auch nicht zahlen, sagt der Vermieter. Am Ende des Monats sind sie ausgezogen. Sagt die Ritter zu Eva, ja, eigentlich haben wir es ganz gut getroffen. Es gibt ja Vermieter, die verlangen das jeden Tag. Dann hat er bei mir geklingelt. Sag ich, ich kann diesen Monat die Miete nicht bezahlen. Aber das haben sie doch schon letzten Monat gesagt. Und, schauen Sie, habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Ganz besonders schwer haben sie die jungen Leute mit Wohnen in München. Wer ist denn aus München? Leute, ihr wisst, wovon ich rede. Was ist das Wichtigste am Münchner Wohnungsmarkt? Kreativität. Ein 80-jähriger Vermieter hat meiner Enkelin, der Rosi, ein Zimmer in seiner Wohnung angeboten. Zum halben Mietpreis. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Aber nur, wenn der Karl ihr Freund nicht mit einzieht. Da haben die beiden lieber eine eigene Anzeige geschaltet. Studentenpärchen, stubenrein, völlig lärmunempfindlich, keinerlei eigene Meinung, sucht geräumige Hundehütte, gegebenenfalls zur Selbstreservierung. Leute, das hätte fast geklappt, fast. Aber ein Mitbewerber, der konnte noch tiefer bellen als der Karl. Ungefähr so. Oh. Dann ein Angebot für besonders ruhige Mieter. Der Karl hat sich wirklich wacker, wacker geschlagen. Keine Haustiere, keine Musikinstrumente, keine Besuche. Und beim Schreibtest ist er dann durchgefallen. Sein Füller kratzt nämlich etwas. Dann ein Angebot für Kellerfans. Ein ganzes großes Kellerabteil, nur für sich allein. Mit eigener Oberlichte. Wow. Aber die Rose, die hat doch eine Rattenphobie. Dann ein Baumhaus zum selber basteln. Ging aber auch nicht. Der Karl ist nämlich nicht schwindelfrei. Der geht ja sogar die Treppe in den ersten Stock nur am Seil. Aber dann ein tolles Angebot. Kostenfreies Wohnen für Studenten im Grünen. Und wirklich ein Traumhaus. Nur ein bisschen mithelfen. Also das Haus putzen. 500 Quadratmeter. Den Garten pflegen. 2000 Quadratmeter. Alle Einkäufe machen, nächster Supermarkt, 25 Kilometer. Und natürlich die zwei Kleinkinder betreuen. Sagt der Vermieter, studieren könnten sie doch nachts. Zumindest wenn sie nicht gebraucht werden. Von der Oma, Pflegestufe 4. Da hat der Karl einen ganz verwegenen Plan gefasst. Verurteilte Straftäter werden schon auf bald zum Freigänger. Auf die Weise hätte er ein Dach über dem Kopf. Er könnte sorgenfrei studieren. Ne?
schwankt so zwischen Bankraub und Erdogan-Beleidigung. Noch schlimmer, die Rosi, die wollte doch glatt das Angebot einer Pharmafirma annehmen. 2 Jahre mietfrei wohnen, gegen Testen von intelligenzsteigenden Pillen. Sag ich Rosi, wer so einen Vertrag unterschreibt, der kann es aber wirklich gut gebrauchen. Die intelligenzsteigenden Pillen. Es gibt doch Alternativen. In welcher Gesellschaft leben wir? In einer Teilhabegesellschaft. Neuerdings wird alles geteilt. Kaugummis, Autos, Frauen. Man könnte es auch Wohnraum teilen, ne? Zum Beispiel mit dem Rolling Sleeper. Wenn man eingeschlafen ist, wird man in ein unterirdisches Bettenlager gerollt, bis man wieder aufwacht. Besonders geeignet für Schichtarbeiter und Topmanager. Die brauchen ja kaum Schlaf, oder? Der Karl, der hat sich dann einmal an sein Reißbrett gesetzt und hat die Studentenbude der Zukunft entworfen. Ich meine, eine Raumhöhe von 2,10 Meter, das ist in Zeiten wie diesen die glatte Verschwendung. Aber wenn man da 2 Zwischendecken einzieht, da kommt man sage und schreibe noch auf eine lichte Raumhöhe von 70 Zentimeter. Die kann man dann nach Belieben einrichten. Zum Beispiel mit einer Matratze. Seien wir doch ehrlich, die jungen Leute liegen doch eher am liebsten im Bett. Wenn es stimmt mit dem Sex. Plötzlich ein Insider-Angebot. Unter der Brudermühlbrücke sind ein paar Schlafplätze frei geworden. Sofort hin. Da wächst wie aus dem Nichts ein Kassenhäuschen aus dem Erdboden. Kostet pro Nase und Nacht 10 Euro. Ja, da ist auch schon angekommen, der Kommerz. Na gut, dann schlaf gut.